Auf und davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge. Aus ist steigen ein Flüger, fliegen mit den Vögeln fort, kommen nicht mehr heim. Aus ich lasse hier alles zurück, auf der Suche für ein neues Daheim. Sie gehen heute noch auf und davon. Einfach auf und davon. Kühne Pläne. Cornelia Breitschmiede und Jean-Marie Sutter wollen in Marokko eine kleine Feriensiedlung bauen. Neues Leben, neues Glück. Die Familie Hensler übernimmt in Schwedisch-Lappland eine Hotel- und Campinganlage. Und auf und davon in ein neues Abenteuer. Mit Kamelen zieht die Familie Blum durch das australische Outback. Noch haben nicht alle den richtigen Platz gefunden für die Reise in ein neues Leben. Familie Hensler zieht es in den hohen Norden, nach Schweden. Willst du mit? Ja, sicher kommt er mit. Das ist ein bisschen kaputt. Macht nichts. Die Leine ist abgekippt, aber das macht nichts. Das kommt mit. Gell, Bobby? Ist okay. Mit dabei auch die gute Seele der Familie. Hund Brian. Gefährte der Kinder Janne und Kimi. Kannst du mir den schnell raus tun, Maus? Das ist ein Weg. In Schwedisch-Lappland, nur gerade 20 Kilometer vom Polarkreis entfernt, hoffen Max und seine Jasmin, ihr neues Glück zu finden. Sie übernehmen eine Hotel- und Campinganlage. Ich bin selber noch nie dort oben gewesen. Also, ich bin schon da, aber nicht in dem Ort selber. Jetzt ist das natürlich für mich die grosse Überraschung. Aber ich vertraue Max voll und ganz. Wir wissen wirklich, was uns gefällt. Jasmin hatte die Anlage im Internet entdeckt. Als ihr Mann Max den Kauf per Handschlag besiegelte, war sie jedoch mit den Kindern in der Schweiz. Max war schon immer vom Norden fasziniert. Seine Ehefrau hingegen, Tochter einer Italienerin, zog es ausschließlich in den Süden. Mach's mit. Mach's mit. Jetzt. Ein gute Miteinander. Es brauchte eine gemeinsame Reise und auch Jasmin war von Skandinavien hell begeistert. Wir hatten in 3,5 Wochen einen halben Tag Regen. Und sonst nur schön. Wir sind brutbrett heimgekommen. Wir haben die schönste Strecke gesehen von Skandinavien. Ein absoluter Traum. Wir sind seither eigentlich immer nicht auf die Ferien. Doch nun ist Schluss mit Ferienparadies. Schweden soll die neue Heimat für Familie Hensler werden. Es ist auch etwas, wo wir als Familie davon leben können. Das ist das Wichtigste. Oder? Ja, sonst sind wir in einem Jahr wieder da und das wollen wir ja nicht. Auch für die Kinder muss es stimmen. Mit Weite, Natur, Ursprünglichkeit. Und was wir den Kindern bieten können. Weil ich bin auf dem Hof aufgewachsen. Ich hatte eine riesige Kuhweide hinten mit 12 Kühen, die man geweiht auf Bäume klettern, Kühe umspringen. Ein riesiger Bauernhof nebendran, auf einen Heustock und weiss nicht was. Jetzt können die Kinder alles nicht mehr. Ja. Dann müssen wir überraschen. Hallo. In Kölliken im Kanton Aargau wandern auch zwei aus. Jedoch ohne Kinder. Denn die sind schon lange selber Eltern. Noch ein letztes Mal hütet Jean-Marie Sutter seinen Enkel Amon. Wo? Oh, oh ja, dort oben, hä? Ja, sie können schauen, was los ist. Gell? Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. Am tun rufen. Bald schon ist der Großvater auf und davon. Der 60-Jährige wandert nach Marokko aus. Am tun rufen. Bi-bi-bi. Die sind lieb, die machen dir nichts. Ich war immer einer, der Zeug angerissen hat. Einen Haufen Kinder habe ich gemacht. Aber ja, es muss etwas gehen. Es muss etwas gehen. Es könnte hier auch einen Haufen gehen. Aber jetzt gehen wir einfach auf Marokko. Und viele Leute fragen, ob es mir nicht schon das Herz bricht. Nein, so muss ich sagen, nein, so schmeckt es ja gar nicht. Gell, Amon? Pass auf, Brennnessel.
Oh, der ist schön. Amon ist nur einer von 7 Enkeln. Und noch viele sind zu erwarten. Denn Jean-Marie hat tatsächlich einen Haufen Kinder. Er ist Vater von 4 Töchtern und 4 Söhnen. Nun tritt der Chef ab. Man hat mir zwar auch schon gesagt, ich sei ein bisschen ein Patriarch, aber mit so einer grossen Familie hast du das fast müssen sein. Aber Clan-Chef in dem Sinn, ja, die Jungen haben die Garde übernommen. Also, meine Söhne sind da schon auch noch ein bisschen. Die übernehmen das Ruder jetzt, das ist gut. Bis sie schon. Wenn wir jetzt wieder raus. Dort, wo es keine Brennnesseln hat, hat zwar überall ein bisschen. Aber es ist eine gesunde Pflanze. Die Zeit ist reif für neue Abenteuer. An Jean-Maries Seite ist Cornelia Breitschmied. Vor kurzem haben sie geheiratet. Ihr Marokko-Abenteuer nimmt im Netz bereits Gestalt an. Mit einem Kollegen kreiert Cornelia den Webauftritt für ihre kleine Feriensiedlung. Super. In der Nähe von Essaouira, einem Ort an der Atlantikküste. Wir haben in Südwestmarokko, in der Nähe von Marrakesch oder von Essaouira, ein 2 Hektar grosses Stück Land gekauft. Es hat Olivenbäume getroffen. Wir werden Esel haben, dass wir Eseltracking anbieten können für unsere Gäste. Wir werden dort Gästehäuser haben, ein Restaurant. Und so wollen wir dann, dort unten wirken. Hier sieht man jetzt das Stück Land, die 2 Hektar. Was schon gemacht ist, ist es hat eine Mauer rundherum. Es sind so Bruchsteinmauern. Wir haben das Projekt eingegeben. Das muss ganz alles ordentlich laufen. Marokkanische Behörden kennen viel Administration auch. Und ja, da schlängeln wir uns im Moment durch. Jetzt warten wir auf einen Termin, bis da unser Projekt hoffentlich auch bewilligt wird. Genau. Super, schön einfach. Ja, das ist super gut. Oh, Jemine, so tragisch. Wiedersehen mit Sabrina Blum aus Davos. Töchterchen Naira hat einen Holzsplitter eingefangen. Ja. Ich habe sie draußen. Sie ist draußen. Schau mal. Oh, schau mal, ein Riesenmonster. Die Familie Blum ist bei Auf und Davon keine Unbekannte. Vor 6 Jahren schon haben wir sie beim Auswandern begleitet. Es war die Sehnsucht nach dem einfachen Leben, welche die Familie Blum damals 2011 nach Kanada ziehen ließ. In einer gottverlassenen Gegend bezogen sie eine Blockhütte. Wow, schau mal! Oh, grosse! Nein, Jesus Gott! Sie ernährten sich von dem, was die Natur hergab. Fängt ja gut an. Und Mama Sabrina trug in dieser Wildnis ein Kind unter dem Herzen. Jetzt merke ich es einfach ein bisschen. Im Frühling kam Töchterchen Naira zur Welt. Die stolze große Schwester. Im Sommer boten die Blums Trekkingtouren zu Pferd an. Doch die kanadischen Sommer sind nur kurz, das Einkommen gering. Und es gab noch einen weiteren Grund, in die Schweiz zurückzukehren. Unsere jüngste Tochter, die in Kanada geboren ist, hat eine Pferdehaarallergie und Neurodermitis. Und das ist natürlich sehr ungünstig für sie, wenn wir dort so leben. Klar, wir können so anders hingehen, ohne Ross, aber das ist nicht das, was wir wollen. Und darum gehen wir jetzt auf Australien. Das ist alles. Ich glaube, wenn du generell im Leben auch viel gereist bist, dann weißt oder merkst du anfang, dass alles eben irgend so hat alles seinen Grund. Keine Pferde, kein Kanada mehr. Nur die Abenteuerlust. Die blieb. Und wenn ein Abenteuer mit Pferden nicht mehr möglich ist, muss ein anderes Tier her. Nein, Kamel. Ihr Plan? Mit Kamel und Wagen durch das australische Outback ziehen. Sie nehmen sich 9 Monate Zeit dafür. Es zieht einem halt einfach immer wieder. Und ich bin einfach der Meinung, oder ist einfach unser Wunsch, dass man das. Wenn du etwas willst, dann musst du es machen. Familie wieder einmal, eine intensive Familienzeit im Moment geniessen mit Tieren. Durch die Wüste.
Freust dich auch? Mhm. Das ist schon gut mit mir. Ja, ja. Hoi! Der Max. Nicole. Was nicht mit soll ins neue Leben, verkauft Familie Hensler übers Internet. Das ist drinnen. Ja, was? Jetzt habe ich im lauten Zeug oben durch ein bisschen putzt, aber nicht ganz. Heute wechselt ein Wickeltisch für 50 Franken den Besitzer. Wir haben einen Lift sonst. Die blöden Schubladen gehen immer raus, gell? Ja, und viel Spass und alles Gute, gell? Willst du das machen? Puh, jetzt ist es weg. Die Auswanderung ist für die Familie eine Chance. Du, was machst du da oben? Max wird in Schweden komplett neu beginnen. Was? Der Projektleiter wird Gastronom. Das Lichtli vom Grünen ist erst vor kurzem hat sich Max von einem schweren Burnout erholt. Ah, okay. Für mich ist es irgendwie so ein Lebensabschnitt, der auch zu Ende geht. Seit den letzten 10 Jahren ist mit meiner Firma BrainMax auf und ab gegangen. Ich habe eine eigene Firma gegründet damals für die Beratung von Supply Chain und Interim Management usw. Ganz Haufen Sachen erlebt international. Bis ich dann vor anderthalb Jahren richtig heftiges Burnout hatte. Kimi hatte eine schwere Geburt. Gell? Wir mussten ein bisschen schauen zu dir. Und ganz Stress beim Arbeiten. Irgendwann mal. Ja, merkst du einfach am Morgen, wenn du kannst nicht mehr aufstehen kannst. Es war schwer. Es war in dem Sinn schwer. Er war nicht sich selber. Er hatte keine Nerven. Er war sehr angespannt. Also hat er nicht viel gebraucht, dann ist er explodiert. Unausstehlich. Unausstehlich, wortwörtlich. Und die Familie, die Kinder, ja, sie vor allem. Und der Brian. Die haben mich rausgeholt und die haben mich vorausgetrieben. Das war ein bisschen der Schlüssel, glaube ich. Kannst du ein bisschen messen? Keine Löcher machen, Kiste. Unterstützt von der Familie und mit Hilfe einer Therapie fand Max langsam zu seiner alten Kraft zurück. Er war bereit, sein Leben wieder in die Hand zu nehmen und ihm eine völlig neue Richtung zu geben. So, im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, alle Zeichen, alle Sachen, die wir erlebt haben in den letzten anderthalb Jahren, haben uns eigentlich jetzt auf Schweden getrieben. Philosophen vielleicht jetzt sagen, es hätte gar nicht anders sein können. Also, das Schicksal hat uns jetzt hierher geführt. Ein täglicher Spaziergang half Max ins Leben zurück. Und an diesem Ritual hält er bis heute fest. Gehen wir oben durch. Mami! Ei, 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 ei. Eine Vitrine voller Tabakpfeifen. Die müssen mit nach Marokko. Jean-Maries große Leidenschaft ist das Pfeifendrechseln. Ja, sind gesamt habe ich etwa 120 Pfeifen. Ein anderer würde sagen, der spinnt, aber zwar packt er heute schon alle Pfeifen ein. Verschifft werden sie jedoch erst in einem Jahr. Ich sage nicht mal Tschüss. Dann nämlich sollte das erste Haus der Feriensiedlung stehen. So, das ist meine Werkstatt. Und dann kommt auch die ganze Pfeifenwerkstatt nach Marokko. Voilà. Hip, hip. Jean-Marie ist ein vielseitiger Mensch. Er war Briefträger und Alpenhirt. Hat ein Männerheim geleitet, war im Strafvollzug und im Asylwesen tätig. Es braucht besonderen Mut, in eine Weltregion auszuwandern, welche nicht sehr stabil ist. Marokko ist ein aufgeschlossenes, nicht hintenanhinkendes Land mit einem modern denkenden König. Mir ist klar, ich meine, die Türkei ist jetzt schnell gekippt. Oder? Das heisst aber nicht, dass das jetzt wie allen arabischen Länder so etwas muss passieren. Von dem her durchziehen. Cornelia zieht am gleichen Strang.
Vor 7 Jahren funkte es zwischen den beiden am Arbeitsplatz. Die Juristin war Leiterin des Aargauer Sozialdienstes. Jean-Marie, einer ihrer 150 Mitarbeiter. Es waren marokkanische Flüchtlinge, die sie zu einer ersten Ferienreise nach Marokko inspiriert hatten. Wir haben mit Marokkanern zu tun gehabt, beruflich in der Schweiz. Und haben ein bisschen gesehen, ob es da einen Unterschied gibt, je nachdem. Zu den Marokkanern, die uns manchmal ein Leben schwer gemacht haben im Asylwesen. Das war eigentlich der Grund, mal jetzt, wir gehen schauen. Und da waren wir begeistert, was wir dort vorgefunden haben. An Leuten, die Gastfreundschaft, die Unkompliziertheit, die Bescheidenheit. Und dann sind wir noch mal runter und haben einfach umschauen. Und je mehr dass wir schauen, je ernster ist es geworden. Und so ist das Projekt entstanden, dass wir gesagt haben, wir machen etwas zusammen. Und zwar eben in Marokko. Komm, hallo, komm. Hallo, petit, viens. Ihr gemeinsames Schweizer Projekt hingegen, 6 bretonische Kleinschafe, lassen sie zurück. Die Tiere kommen auf den Hof von Cornelias Patenkind. Ein letztes Mal schneiden sie die Klauen der Schafe. Die Rot und der Häppchen da am Horn, dass er nicht runterrutscht. Einen gängigen Lebenslauf hat auch Cornelia nicht. Zuerst eine KV-Lehre, dann eine Weiterbildung zur Sozialarbeiterin. Und mit über 30 packte sie noch ein Jus-Studium an. Nun ließen Unstimmigkeiten am Arbeitsplatz die 49-Jährige ihr Leben überdenken. Und dabei packte sie ihre alte Abenteuerlust wieder. Jetzt war es ein Punkt, wo ich irgendwie wo es einfach gestimmt hat. Das war eine Art keine Frage mehr. Komm. Ja, gerne. Diese Lust auf Neues hat auch ihren Ehemann Jean-Marie angesteckt. Kurzerhand ließ er sich früh pensionieren. Auf der Madrisa oberhalb Klosters hat Markus Blum seinen letzten Arbeitstag. Der gelernte Hochbauzeichner und Schneesportlehrer verfolgt ebenfalls keine klassische Berufskarriere. Um seine Träume zu leben, jobbt er als Hilfsarbeiter. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir überhaupt so etwas machen können, wie wir möchten. Da musst du einfach extrem flexibel sein und musst halt irgendeinen Job suchen. Und das ist manchmal halt nicht der Job, den du wirklich am liebsten machen würdest. Aber wenn das eben dann der Weg zum Ziel ist, dann muss es halt so sein. Und Markus hat Glück. Denn seine und die Lebensziele seiner Frau Sabrina waren schon von Beginn weg deckungsgleich. Gerade von Anfang an hat sie gesagt, du los, wenn wir mit mir zusammen sein, ich werde dir nicht ein Leben lang einfach hier in der Schweiz bleiben oder ein Leben lang so den normalen Alltag leben. Und eigentlich hat mich das einfach hat mich natürlich auch gefreut. Nur wer bereit ist, Abschied zu nehmen, kann zur Abenteuerin werden. Diese Erfahrung macht heute Amira. Sie hat ihren letzten Schultag. Während der nächsten Monate wird die Zweitklässlerin in Australien die Schulbank drücken. Auch die Mama hat sich ins Klassenzimmer geschlichen. Für Amira ist es die letzte Stunde. Wir machen noch ein kleines Abschiedsfest für dich. Jedes Kind überreicht Amira einen ganz persönlichen Wunsch. Liebe Amira, ich denke immer an dich, Lina. Danke. Ich wünsche dir eine gute Reise. Ich wünsche dir viel Spaß in der Wüste, Kaya. Und wir hoffen natürlich, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen. In Australien. So. Nein, oder? Tschüss. Danke, Samira. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Lara. Tschüss. Amira, schöne Ferien. Ja, ist schon schön, wenn man sieht, dass die Kinder gut aufgekommen sind. Wenn alle Freunde da so
herzlich sie verabschiedet. Ei, ei. Danke. Tschüss. Und tschüss, Kaya. Und tschüss, Samira. Hey, ciao. Ci vediamo prossimo anno. Und auch der Papa verabschiedet sich von seinen Kumpeln. Markus, ciao. Hey, danke für gute Zeit, gell? Mach's gut. Ciao. Ein Tag vor Abreise. In Einsiedeln herrscht das Chaos. Noch ist nicht alles verpackt. Und gleich beginnt der Bye-Bye-Apero. Wir sind völlig überdreht. Ja, jetzt musst du schnell warten, Spätzli. Es ist hier heiß. Komm grad, gell? Die Schinkengipfeli sind noch kalt. Doch die ersten Gäste schon da. So, kommen wir rein. Machen hier gerade. Hallo. Auch die Mama von Jasmin ist da. Sie ist einst von Italien in die Schweiz eingewandert. Der Vater machte als Koch Karriere. In England verwöhnte er Blaublütige und Stars. Später betrieben er und seine Frau in der Schweiz jahrelang ein eigenes Restaurant. Jetzt haben wir Jocke und ich mit das Fresspäckchen. Ich habe gesagt, wenn sie irgendein Problem haben, kann man jederzeit anrufen oder das Mail schicken oder etwas. Und ich würde dann ich werde in ein Rezept. Ich habe vielleicht 2.500 persönliche Rezepte. Oder? Und ich werde die ihr schicken oder zur Verfügung stellen. Das ist auch kein Problem. Es feiern viel mehr Gäste, als Jasmin und Max erwartet hatten. Der Tag, der chaotisch begann, endet mit einem fröhlichen Beisammensein. Während zweier Jahre haben die Blooms ihr Australien-Abenteuer vorbereitet. Ja, jetzt haben wir gerade abreisen. Endlich geht's los. Doch etwas fehlt noch. Wir kommen noch zuerst. Das ist aber schon ein Schwein. Danke. Ja. Okay, nein, das ist super. Aber es ist jetzt genau noch rechtzeitig. Danke. Gleichfalls. So gut. Ohne Zeltstangen können wir schlecht vor. Sind die gerade noch Und ohne Süßigkeiten gehen Amira und Naira nicht auf die Reise. Und das tun wir im Hotel Australien. Oder, Amira? Jetzt ist es für den Flüge, das ist für ein Hotel und das ist für ihn Australien. Der Vater lädt ins Auto, was es wirklich für die Zeit in der Wildnis braucht. Kilo haben wir ziemlich ausgenutzt. Jeder hat etwa 30 Kilo zur Verfügung. Aber viele haben wir schon daheim gelassen. Aber das Wichtigste: Zelt und Kocher und Solarpanel und ja, halt alles, was wir dann brauchen, gell? Den Schlüssel vom Auto haben wir auch. Ja, du bist es geholt. Nein, kannst du mal so reinhocken. Nairas Gotte fährt die Familie zum Flughafen. Das denke ich, das ist so. Aber nur halb so viel Spass auch. Oh, das ist schön, ja, das ist so ein schöner Herbst. Ja. Wir sind noch nie im Herbst gegangen. Wir sind immer im Frühling gegangen. Ja. An einem regnerischen Herbsttag nehmen die Marokko-Auswanderer Abschied von Kölliken und ihren Liebsten. Ja, muss etwas laufen. Ja, also für mich wäre das nicht, zu diesen Kameltreiben. Sicher. Ich glaube, der reitet gerade eins. Ja, du, mich ein Altbekannte. Hallo. Hi, Brigitte. Schön, dass du kommst. Hi. Ja. Auch Jean-Maries erste Frau Brigitte, die Mutter seiner Kinder, ist da. Und natürlich auch die Kinder samt Anhang und Enkel. Das ist einfacher, oder? Nebst 6 eigenen Kindern adoptierten Jean-Marie und seine damalige Frau noch Zwillinge aus Indien. Das ist voll. Er ist so eine offene Person. Er geht zu allen, kann mit allen schwätzen, kann sehr gut schwätzen. Ein lustiger. Aber ich glaube, manchmal waren viele Kinder ein bisschen zu viel. Also nicht negativ, aber
Es ist halt, bei uns ist immer etwas gelaufen. Das war nicht langweilig. Wir haben viel Sex gemacht. Also, liebe Gäste, liebe Freunde, ich wollte euch nur mitteilen. Das Wetter in Marokko, sonnig, 26 Grad. Die einen haben vielleicht zu viel, wir sagen, ein bisschen verrückte Hageln. Das sind wir, ihr habt recht. Und wir hoffen, euch in Marokko zu treffen. Danke noch einmal, dass ihr hierher gekommen seid. Und ja, einen guten. Ja. So, Samuel, Jean-Maries ältester Sohn, tut sich schwer mit den Plänen des Vaters. Ja, ist schon nicht nur mit positiven Gefühlen verbunden. Es ist klar, ich hätte mir natürlich für meine Kinder schon gewünscht, dass sie mehr von ihrem Grosspapi haben. Aber wir werden auf Tabuka reisen mit absolut hundertprozentiger Sicherheit. Vielleicht jetzt nicht in den nächsten paar Monaten. Aber ich will mit meiner Familie gleich mal runtergehen, sodass sie ihren Grossvater gleich erleben, auch halt dort unten. Ja, ich mag ihm es gönnen. Ich wäre nicht mitgegangen. Und ich denke, er hat jetzt hier eine Frau, die er mit ihr gehen kann. Und ja, nein, er hat null Bock gehabt. Das Abschiedsfest geht zu Ende. Tschüss, Vater. Mach's gut. Kommt schon gut. Wir kommen gleich runter. Ist gut. Okay. Tschüss. Kommt. Jemi, bis gleich. Macht's gut. Macht's gut. Mit einem gemieteten Lieferwagen will Max den Hänsler-Haushalt nach Schweden hochbringen. Er konnte wetten. Jasmin lädt den Familienbus. Kimi Skotte hilft ihr dabei. Sie fahren als Erste los. Max folgt nach. Wieso? Passt du aufs Mami auf? Ich auch. Pass auf. Also, just good. Ja. Wegen der Kinder wollen die beiden Frauen die 3000 Kilometer lange Reise gemütlich angehen. Ciao! Ciao, ciao! Ciao! Auch Katze Aisha ist reisefertig. Jetzt haben wir da vorne etwas zu und dann ist doch ein Ruhe. Ja, ein Spätzchen. Gut. Ja. Noch schnell den Wohnungsschlüssel in den Briefkasten und es kann losgehen. Auch Max hat einen Co-Piloten, Freund Roger. Im Gegensatz zu den Frauen wollen die Männer die Strecke so schnell wie möglich zurücklegen. Hey, warum ist die Tasche noch nicht da? Welche Tasche? Scheiße! Ich tue mir die Ohrliste und alles in der Küche. Wie komme ich jetzt rein? Währenddessen macht Jasmin einen Zwischenstopp im nebligen Unterland. In Neuheim holt sie Hund Brian ab. Da ist sie! Um das sensible Tier vor der Hektik der letzten Tage zu schützen, hatte sie ihn in einem Tierheim untergebracht. Puppi! Warte schnell, das Halsbändchen anlegen. So. Du bist letztes Mal da. Ja, ja, ahoi sagen. Oh. Brian, super. Zurück in Einsiedeln vermisst Max bereits seine Frau. Ich mit meinen Töpen. Ja, sie könnte jetzt ganz fein da reinlangen, das wäre kein Problem. Aber trotz dicker Finger, er schafft es.
Boah, die Aisha hat mich jetzt so durcheinander gebracht mit dem Gemaus. Oh, das hat mein Herz gebrochen. In Schweden angekommen wird Katze Aisha noch für viel mehr Aufregung sorgen. Gut, hinten dran. Alles eingepackt. Endlich kann's losgehen. Die Familie Blum ist mitten im australischen Outback angekommen. Ihr Ziel ist Hawker, ein kleiner Ort im Bundesstaat South Australia. Man stellt sich vielleicht etwas vor, wie es könnte sein, aber man weiß es ja gleich nicht. Einfach gespannt sind wir alle. Gell? Hallo? Sind wir gespannt, wie es aussieht? Gell? Wenn wir bald dort sind. Wir haben uns einfach einen Ort ausgesucht, wo man Kamele findet. Und die haben wir auch gefunden. Aber auch Kontakt natürlich viel mit den Eigentümern. Aber wie es jetzt hier wirklich aussieht und getroffen haben wir sie auch noch nie. Also sind wir schon sehr, also ich bin sehr gespannt. Ja. Auf dem Hof der Familie Ellis wollen die Blums wilde Kamele trainieren. So, jetzt fahren wir hier geradeaus. Schneller fahren, sind wir schneller. Ja, ich weiß schon. Schneller am falschen Ort. Sind die Kamele einmal ausgebildet, wollen sie mit den Tieren für 3 Monate durch das Outback ziehen. Ja? Oh, ich bin ganz steif. Schön. Oh, das Alter. Ja. Ja. Jetzt mal schauen, ob wir jemanden finden. Hä? Polen, das ist was ist es? Was? Die Adresse müsste stimmen. Hallo? Es ist ein Hund da. Nein, nein. Doch wo sind die Besitzer des Hofes? Tun wir gleich schon warten. Was? Das stimmt, glaube ich, schon. Nein, der hat gesagt, Kamel sagt. Ja, ja. Hallo? Da, schau. Jetzt habe ich überall Kamelscheiße. Schau! Wo sind Kamel? Schau, da ist ein Wagen. Das sind die Kamelanhänger wahrscheinlich. Ein. Ja. So. Ah. Nach einem bewegenden Abschied sind Cornelia und Jean-Marie in ihrer neuen Heimat angekommen. Merci, merci. Die beiden brauchen kein Taxi. Merci. Sie werden von Freunden abgeholt. Vielleicht müssen Sie sich noch schön. Der kommt er. Eben, gell, wo? Glaube ich. Ja, dort mit dem Weißen. Bin aber nicht ganz sicher. Trevo! Ihre Freunde, das sind die beiden Marokkaner, Lassen und Assis. Und der Deutsche Didier. Auf früheren Reisen haben sie sich kennengelernt. Hallo, Anela. Die Fahrt geht vom Flughafen Marrakesch ins rund 120 Kilometer weit entfernte Hinterland von Essaouira. Alle meine Kinder und meine Enkelkinder, meine Schwiegertöchter und Söhne sind zum Abschied gekommen. Aber wir haben fast nicht geweint. Eines meiner Kinder wird schon im November zu Besuch kommen. Klar, als Rudelführer und so hat man natürlich, ist man sich gewöhnt, das Rudel um sich herum zu haben. Das ist schon eine Veränderung für mich. Dass der Rudelführer in Marokko kein Rudel mehr haben würde, das wussten sie. Doch dieses so fremde Land
hält für die beiden schon bald einige Überraschungen bereit. In Australien sind die Blooms noch immer auf der Suche nach ihren Gastgebern. Hi! Hi! Wer bist du? Ich bin Luke. You're Luke. Hi, I'm Sabrina. Nice to meet you. We're looking for Paul. Wir suchen Paul. Ist das dein Vater? Ja, ich weiß nicht, wo er ist. Aber er hat mir gesagt, ich soll euch herumführen. Oh yeah. I'm Marcus. Awesome. Nice to meet you, Luke. So this is. Nice to meet you. And it... Oh. Can we show you the Sure. Awesome. Cool. Das ist das Mädchen. Das ist für uns? Ja. Oh, wow. That's big. In den nächsten 6 Monaten wird die Familie in diesem Wohnwagen leben. Ja. Hey, das ist aber super. Das ist besser wie das Hausboot in Kanada. Gefällt es euch, Kinder? Awesome. Hä? Habt ihr Freude? Da haben wir jetzt einen Wohnen, ja. Ja, ich komme, ich komme. Ah, und das ist jetzt aber das eine Bett für uns. Sonst machen wir es einfach so, ein Kind mit einem Erwachsenen, ein Kind mit einem Erwachsenen. Und dann bin ich schmusen mit dem Papi. Und es wird eins geläuft sein, he? Von einem Camper zum nächsten. Nein, das ist cool, hey, schon. Ja, wahrscheinlich ist das nur so, dass da tun wir vielleicht nicht immer den duschen. Ja, es ist vielleicht, man hat ja irgendwie vielleicht so eine Vorstellung, auch, dass man so viel Kontakt kann mit den Leuten, dass man irgendwie vielleicht empfangen wird. Das ist so ein bisschen eine Erwartung, dass einfach niemand da und ja, ja, da schlafen wir hier und man weiß nicht so recht. Schatzi, Spatzi? So, ja. Alles tutti quanti? Alles bene. Hier holen. Wir haben nicht einmal Alkohol mitgenommen. Nichts haben wir da. Wie kannst du es tun? Schwedens. Seit Ankunft der Fähre in Göteborg sind sie durchgefahren. Max, Roger und Aisha. Tim ist da. Du bist gar nicht müde. 1460 Kilometer haben wir gemacht. Durchgefahren. Evertonia. Ist doch schön. Da ist es. Da ist es. So cool. Hast du Moment? Scheiße! Aisha! Aisha, komm! Aisha, komm! Aisha! Aisha, komm! Das gibt's gar nicht, dass die jetzt abhaut. Hey. Und ich weiss, die Aisha verwünscht es nicht, wenn du draußen bist. Die kann die ganze Nacht bei dir liegen und kuscheln, aber draußen kannst du sie nicht anlangen. Aisha! Aisha, komm runter, Meite. Es ist kalt. Wenn wir Schneebälle schiessen. Ich habe es überlegt. Oh. Nein, nicht hoch, nicht hoch. Ja. Komm runter, Aisha. Komm runter. Komm runter. Oh nein. Ich hole schnell die Händchen und alles. Da können wir sie runterballern. Mehr Schneebälle. Mhm.
Schloss eingefroren. Wenn sie verwirrt ist am Nacken, musst du sie aber bei mir operieren, gell? Jetzt gepackt am Nacken. Also, komm. Komm runter. Oh. Katze, ehrlich. Wo ist sie jetzt da? Ah, verdammt. Meinte, komm runter. Rosi, komm du auch runter? Ich komme runter, ja. Der Stab ist auch ziemlich hoch. Ah, du dummes Viech! Eisha! In der nächsten Folge von Auf und Davon: große Visionen in Marokko. Wohnen eigentlich ist von da weg, sind dann alle Gästehäuschen mit dem Swimmingpool. Doch im Büro der Architektin holt sie die Realität ein. Das Projekt stockt. Die haben einfach gewettert. Großeinsatz für Katze Aisha in Schweden. Alles gut. Alles gut, Aisha. Jasmin sieht zum ersten Mal ihr neues Zuhause. Ja, es ist halt, es ist nicht spitzig. Ja, nein, das ist Strom. Sollen wir da immer gut schauen, ob es keine Schlangen hat im Gras? Dann haben wir am Morgen sünneln. Erster Schultag für die Blumenkinder in Australien. Das ist bei allem so, bin ich immer am meisten nervös. Und die Eltern trainieren zum ersten Mal Kamele. Tigre, ein Zauber. Und sie steigen in Flügel, fliegen mit der Vogel vor, träumen nicht mehr hin. Und sie lassen alles zurück, auf der Suche für ein neues Daheim. Sie gehen heute noch um von davon. Auf und davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge.